sagen kann, wie das funktioniert. Und dafür brauche ich die Hebebühne und die betätige ich mit meiner Fernbedienung da. So, jetzt bin ich drin in meinem Auto und jetzt muss ich mich auch drin anhängen, so wie jeder andere. Und das mache ich mit der Rückenstütze, was ich da habe. Die bediene ich mit meinem Bildschirm, was ich da vorne drinnen habe. So, mein Motor tue ich auch einschalten mit diesem Bildschirm. Muss ich zuerst die Zündung aktivieren. So, und um meinen Motor zu starten, muss ich einen vierstelligen Code eingeben bei diesem Bildschirm. Und jetzt läuft mein Auto eigentlich schon. Jetzt muss ich nur noch Tests durchführen, damit das System erkennt, dass ich fahrbereit bin. Diese Tests habe ich jetzt durchgeführt mit meinem Mini-Lenkrad, das 1:1 das große Lenkrad ersetzt. Und mit meinem Gasbremsenhebel, der was die Funktion hat, wenn man nach vorne geht, die Bremse aktiviert und zurück das Gas betätigt. Dank dir wird vieles leichter.